Ja, wir befinden uns hier am Ortsteil Frühmesshof und wir sind hier alarmiert worden zu einem Gebäudebrand von der Leitstelle Remsmoor. Ja, die Lage stellte sich folgendermaßen dar. Als wir hier ankamen, stand eine Scheune in Vollbrand. In dieser Scheune sind auch verschiedene Secondhand-Sachen gelagert gewesen. Sie hatte schon in voller Ausdehnung gebrannt. Aus diesem Grund haben wir uns dann beschlossen, die Feuerwehren Aschbach und Backnang wurden mit alarmiert, die dann kurze Zeit später auch hier eingetroffen sind. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, der Wasserversorgung aufzubauen. Das stellt sich aufgrund der Größe des Brandes relativ schwierig dar. Wir haben jetzt verschiedene Lösungen bekommen, haben deswegen auch aus Oppenweiler die Führungsgruppe nachalarmiert. Und auch um die Gebäude zu schützen, die angrenzenden, mussten wir verschiedene Riegelstellungen einrichten. Deswegen brauchten wir eine zweite Drehleiter und haben dadurch Steinheim die Drehleiter alarmiert und ebenfalls noch ein Löschfahrzeug. In erster Linie funktioniert man eigentlich automatisch, also man versucht sofort die Personen von den anliegenden Gebäuden in Sicherheit zu bringen. Die Evakuierung, welche die Polizei durchgeführt hat, mit uns zusammen, hat hervorragend funktioniert. Als die Personen in Sicherheit waren, war der zweite wichtige Punkt, dass wir die angrenzenden Gebäude schützen vor Übergreifen des Feuers, was wir erfolgreich machen konnten. Und erst dann konnten wir uns um die Brandbekämpfung kümmern von dem brennenden Gebäude. Das ist ein zusammenhängendes Gebäude aus mehreren Gebäudenteilen in dieser alten Scheune. Und diese Gebäudeteile haben zusammen dann Feuer gefangen, weil das Feuer einfach dann übergegriffen ist. Ja, wir hatten einige Explosionen, da Fahrzeuge auch in den Scheunen gestanden sind, wo dann die Benzintanks explodiert sind. Ansonsten hatten wir noch das Thema Strom. Wir haben hier die Syna hinzugezogen, um entsprechende Stromabschaltung für den ganzen Ort durchzuführen. Und so konnten wir dann relativ schnell den Brand in die richtige Richtung lenken, dass wir mit der Brandbekämpfung beginnen können. Natürlich, es geht an die Substanz auf jeden Fall, auch von den umliegenden Kameraden, die dann hier zugezogen werden. Generell ärgert man sich über jeden Einsatz, den man hat, weil man wünscht eigentlich seinen Bürgern immer nur das Beste und hofft, dass man so wenig wie möglich Einsätze hat. Deswegen ist die Situation natürlich immer ungünstig, vor allem wenn man dann öfters ausrücken muss. Ja, da hat er erst das Geschäftshaus hat brannt und dann nachher die Garagen. Und hat richtig Funke geschlagen, auch über unser Haus. Ja, klingelt und gesagt, wir müssen das Haus verlassen. Weil die Funke ja über unserem Haus waren und wir mussten halt das Haus verlassen, falls es bei uns auch anfängt zu brennen. Hilfe! Ja, war nicht schön. Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder ins Haus dürfen, was essen und weiter schlafen. Und es am Wochenende ist, ja, doof. Ich wurde alarmiert über den Herrn Bürgermeister Horneck, der sich derzeit auf Dienstreise befindet. Wir sind hier vor Ort, um die Evakuierten ordnungsgemäß zu versorgen. Wir haben derzeit Maßnahmen laufen von 11 Evakuierten, die sich derzeit in Kirchberg befinden, dort versorgt werden vom DRK mit Essen und Trinken. Wir sind weiterhin hier im engen Kontakt mit der Polizei, da wir ja in der Vergangenheit mehrere Brände jetzt hier im Raum Kirchberg hatten. Ist für uns natürlich eine große Belastung. Die Feuerwehr Kirchberg an der Mur ist an der absoluten Schmerzgrenze angekommen. Die sind jetzt praktisch durch die Bank im Einsatz gewesen, die letzten Stunden, / Tage. Von daher ist wirklich für uns auch jetzt eine Schmerzgrenze erreicht. Wir hoffen, dass wir in Zusammenarbeit mit der Polizei die Brände soweit klären können, aber derzeit kann ich über den Ermittlungsstand nichts sagen. Das ist Sache der Polizei.